Ich möchte, das ist sicherlich heute Vormittag schon mal passiert und du hast es gerade eben gemacht, noch einmal das Wort lesen, das Motto ihres Tages ist, aus dem 1. Korintherbrief. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zu Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Verehrte Menschen, die die Geistesgeschichte aufmerksam verfolgt haben in den letzten 50 Jahren, werden, so denke ich mal, nicht vermutet haben, dass auf der Schwelle zum dritten Jahrtausend nach Aufklärung, wissenschaftlichem Materialismus, Kapitalismus, Säkularismus, Religion wieder in ist. Es trieft um uns herum nach Religion. Und zwar auf allen Kontinenten dieser Erde. Der Islam erlebt eine gewaltige Renaissance. Der Hinduismus besinnt sich wieder. Der Buddhismus ist im Vormarsch. Und das Christentum übrigens auch. Auch wenn wir hier nicht so ganz viel davon sehen. Und dadurch, dass unsere Welt viel kleiner geworden ist, Distanzen überwunden werden können, wir viel reisen, kommen diese vielfältigen Religionen auch wieder eng zusammen. Und es ist die Frage, die wir Christen uns stellen, was ist eigentlich das Besondere am Christentum? Ganz häufig höre ich, wenn ich mit Leuten rede, ich war Herr Pastor, wir glauben doch alle an einen Gott, das ist doch alles so ziemlich gleich. Und in gewisser Weise scheinen die Leute recht zu haben. Verehrte, wenn ich von der Einmaligkeit des Evangeliums rede, dann ist man leicht versucht, despektierlich über andere Religionen und über andere Frömmigkeiten zu reden. Ich möchte das mal sehr deutlich machen, zu Anfang. Das will ich nicht. Ich habe tiefen Respekt vor religiösen Menschen, auch wenn sie was anderes glauben. Wir sind religiöse Leute lieber als Agnostiker oder Atheisten. Die wissen zumindest, dass sie nicht die Mitte der Weltgeschichte sind. Es gab spannende Erlebnisse, die ich in den letzten Jahren gehabt habe mit Andersgläubigen. Ich erinnere mich an eine Vortragsveranstaltung ähnlich wie hier und es wurde diskutiert und die jungen Leute machten mich fertig, wie könnte ich an einen personhaften Gott im Himmel glauben, das wäre absolut mega out. Und hinten im Dunkeln nahmen zwei junge Männer das Mikrofon und verteidigten mich. Und ich war so dankbar, dass da irgendjemand zur Stange hielt. Und nach dem Vortrag ging ich auf diese beiden zu und ich merkte schon von Ferne, die kommen nicht aus Deutschland. Nö, Iraner, Muslime. Die sagten, wir konnten doch nicht zulassen, dass sie hier fertig gemacht werden von Menschen, die nicht an Gott glauben. Ich glaube, Verehrte, wenn wir über andere Frömmigkeiten und Religionen reden, dann müssen wir sehr liebevoll und sehr zart davon reden. Und dann geht es nicht um die Kunst, Recht zu behalten. Menschen sind mit ihrem Glauben verbunden, wie man mit seinem Ehepartner verbunden ist, seine Liebesbeziehung. Und wenn sie kämen und sagten, meine Frau ist hässlich, dann kriegen sie es mit mir zu tun. Nein, ich will nicht verurteilen, aburteilen, werten, aber ich will
von der Schönheit meines Glaubens schwärmen. Und entweder das hat Kraft, andere zu erreichen oder zu überwinden, oder aber ich will schweigen. Es ist spannend, was sich im Augenblick in unserer multikulturellen Landschaft tut. Ich war vor 2, 3 Jahren auf einer Tagung in London, wohnte in einem katholischen Tagungszentrum. Geweckt aber wurde ich vom Muezzin, denn genau gegenüber war die Moschee. Und auf der Rückseite, im gleichen Quartier, diese jüdische Synagoge. Das Ganze lag an einer Straße, in der die Heilsarmee gegründet wurde und auch heute noch ihr Hauptquartier hatte. Und etwa schräg gegenüber von der Heilsarmee war ein hinduistisches Informationszentrum. Und auf dem Piccadilly sangen die Rana Krishna-Junge. Verehrte, es trieft von Religion. Und längst auf dem Müllplatz der Geistesgeschichte abgelegte Dinge werden wieder aufgegraben. Wahrsagerei und Satanskult und alle möglichen esoterischen Geschichten haben Hochkonjunktur. Ich hätte Lust, mit Ihnen nachzudenken, warum das so ist. Das würde uns die Zeit stehlen. Aber ich möchte mit Ihnen gerne nachdenken, was das mit dem Evangelium zu tun hat. Es gibt einige Kollegen und einige religiöse Menschen, einige Christen, die sagen, wenn dann der Markt so offen ist und wenn die Leute wieder religiös sind, dann können wir doch auch so das Christentum so ein bisschen wieder in den Vordergrund schieben. Vielleicht vergreift sich jemand dran. Es gibt Menschen, die freuen sich an dieser neoreligiösen Welle. Verehrte, ich glaube, dass diese neue Religion und das neue religiöse Fragen sicherlich auch eine Chance ist. Aber ich behaupte, eine stärkere Herausforderung an das Evangelium ist, als es der Atheismus war. Und ich will Ihnen sagen, warum. Ich befürchte, dass all das, was im Christentum das Evangelium verstellt hat, nämlich all diese religiösen Praktiken, jetzt plötzlich über andere Schienen wieder nach Europa kommen. Lassen Sie mich das Ihnen ein wenig erklären. Werte, wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass das, was wir Evangelium nennen und was uns als Religion gedeutet wird, im tiefsten Wesen nicht Religion ist. Es gibt eine Definition von Religion, das Wissen um die schlechthinnige Abhängigkeit des Menschen, in dem Sinne ja. Aber was Menschen draußen auf der Straße unter Religion verstehen, Verehrte, ich behaupte mal, das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus Christus in die Welt gebracht hat. Und wir täten gut daran, diesen Unterschied zwischen Religion und Evangelium wieder ganz markant zu kennzeichnen. Fragen Sie mal Menschen draußen, was die glauben, was Christsein heißt. Sie kriegen Antworten, die religiös sind, aber die dem Evangelium nicht gemäß sind. Und wenn wir dieses Missverständnis, Verehrte, nicht aufklären, dann könnte es sein, dass das Evangelium sich vermischt mit den vielen religiösen Angeboten. Wie es ja hier und da auch schon geschieht. Und dass man dann austauschen kann, den Vater Jesu Christi mit den Göttern dieser anderen Religion. Nein, ich wollte gerne, dass wir den Unterschied zwischen Evangelium und Religion deutlich markieren. Fragen Sie die Leute, was würden Sie sagen, was Christsein heißt? Sie würden sagen, man muss Gutes tun. Sie würden sagen, man muss Gebote halten. Sie würden sagen, man muss opfern. Und das etwa macht Christsein aus. Verehrte, da hat sicherlich etwas Wahres mit reingespielt. Aber das, was Evangelium ausmacht, ist was ganz anderes.
Lassen Sie uns einen Augenblick überlegen, was ist eigentlich Religion und was ist vielleicht die Schnittmenge der verschiedenen Religionen? Sie haben ja recht, die Menschen. Die vielen Religionen der Welt sind wirklich fast austauschbar. In jeder Religion, in jeder, ob das die sogenannten Hochreligionen sind oder die leicht belächelten animistischen Religionen sind, in jeder Religion gibt es ganz bestimmte Strukturen, die sind immer gleich. Darf ich die mal nennen? Jede Religion erwartet von ihren Gläubigen, dass sie eine ganz bestimmte Moral einhalten. Zuerst einmal weckt sie unter den Frommen, unter den Menschen Sehnsucht. Jede Religion macht das. Sie zeigt ein großes, erstrebenswertes Ziel, Gott, und macht dem Menschen deutlich, wie niedrig und gering und klein er ist. Und wenn diese Spannung so richtig aufgebaut ist und der Mensch voller Sehnsucht ist und sagt, oh, da möchte ich gerne hin, Himmel, Geborgenheit, Heil, Glück, ewiges Leben, dann kommen die Religionen und sagen, ja, da kannst du auch hin. Aber wir zeigen dir, wie es geht, und du musst dafür etwas leisten. Jede Religion erwartet vom Gläubigen Leistung. Und die Leistungen sind in der Religion fast alle gleich. Der Mensch muss in jeder Religion bestimmte ethische Normen erfüllen. In der einen Religion muss man 5-mal am Tag sich waschen und muss eine Hatsch machen und muss bestimmte Übungen ausüben. In der anderen Religion muss man beten und muss zur Kirche gehen. 1000 Sachen. Aber immer muss der Mensch etwas leisten. Und die Religion sagt ihm, wenn du das leistest, dann kommst du dem erstrebenswerten Ziel immer näher. Und Menschen tun das. Sie machen religiöse Übungen, sie versuchen durch Gebet, durch Meditation, durch kultische Handlungen ihrem Gott immer näher zu kommen und haben dann doch manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, ob ich mir nicht doch nur alles einrede. Und wenn Sie Ihre kritischen Fragen an den jeweiligen Vertreter Ihrer Religion richten, dann kann es passieren, dass der ihm tief in die Augen guckt und sagt, hast du auch alles getan? Und wer tut schon alles? Und Sie bleiben wieder der, der dieses erstrebenswerte Ziel aufgrund mangelnden Einsatzes nicht erreicht. Und wenn Sie die kultischen Dinge, die Ihnen eine Religion auferlegt, nicht erfüllen, dann können Sie natürlich nicht auf ein Ziel kommen. Und dann gibt es ethische Fragen, die eine Religion aufstellt. Als guter Gläubiger, Muslim, macht man das nicht, macht man das nicht, macht man das nicht, macht man das nicht. Als guter Christ macht man das nicht, macht man das nicht, macht man das nicht. Als guter Hindu macht man das nicht. Jede Religion hat seine moralischen Vorstellungen. Und alle frommen Menschen versuchen dann in ihrer Religion auch die Moral der Religion zu erfüllen. Und es ist ein ewiges Streben. Und auch hier wieder das Gefühl, habe ich genug getan? Und nie wird eine Religionsgemeinschaft sagen, jetzt hast du genug gemacht. Denn dann würde der Gläubige aus der Kippe springen. Nein, das ist gerade das Wesen aller Religionen, dass sie Forderungen stellt, Menschen unter Druck setzt, diese Forderungen zu erfüllen mit dem Versprechen, wenn du alles getan hast, dann am Ende kriegst du einen Lohn. Verehrte, ich befürchte, dass in den Jahrtausenden die Schönheit dessen, was Jesus in die Welt gebracht hat, wofür er gestorben ist, unter der Hand zur Religion verkommen ist. Noch einmal,
Fragen Sie die Menschen, was Christsein hat, sie heißt. Sie werden Ihnen diese Antworten geben. Ich bin tief überzeugt, als Jesus in die Welt kam, als er anfing, den Vater im Himmel uns zu offenbaren, durch seine Taten, durch seine Predigten, da kam Jesus nicht, um eine neue Religion zu begründen. Sondern wissen Sie, was ich glaube? Jesus kam in die Welt, um die Torheit zum Weg zu machen und die Weisheit der Weisen zu zerstören, die vielerlei religiösen Wege. Jesus kam nicht, eine neue Religion zu machen, sondern er kam, ein für alle Mal das Ende von Religion anzuzeigen. Wenn Sie einmal in Ihre Bibel gucken und sich angucken, was zur Zeit Jesu eigentlich los war in Palästina, dann werden Sie merken, das Judentum war in vielfältige, verschiedene Gruppierungen aufgesplittet. Ähnlich wie das Christentum heute. Ihnen war allen gleich, dass sie natürlich an einen Gott glaubten. Da gab es die Pharisäer und die Sadduzäer. Die einen glaubten an die Auferstehung, die anderen nicht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das war zur Zeit Jesu schon so. Es gab die Zeloten, eine Gruppe von Frommen, die sagte, wenn wir politisch aktiv werden und die Römer aus dem Land jagen, dann kommt der Messias. Es gab eine pietistische Erneuerungsbewegung. Johannes der Täufer, der sagte, wenn wir alle Buße tun und Gott wieder ganz ernst nehmen, dann ist das Himmelreich nahe. Es gab vielleicht auch sowas wie einen Orden, vielleicht waren das die Essener, die sagten, wir müssen ordensmäßig leben. Es gab auch welche, die waren nicht mehr ganz so fromm, das waren die Samaritaner. Und mitten hinein in all diese Vielfalt der Religion verkündigt Jesus das Wort der Liebe. Und es wäre naheliegend gewesen, dass die religiösen Menschen sagen, wie interessant, wir haben Johannes den Täufer, der predigt ein bisschen mit Gewalt und mit Bekehrung. Und wir haben die Zeloten, die sagen, es ist ein bisschen politisch. Und wir haben die Pharisäer, wir haben die Sadduzäer. Und jetzt haben wir Jesus. Der macht noch eine Nuance anders. Und applaudieren und sagen, wie schön, das Spektrum der Religion wird weiter. Verehrte sowas aber nicht. Wer waren die erklärten Feinde Jesu? Die Religiösen. Und wissen Sie warum? Die Menschen haben gespürt, wenn das, was Jesus von Nazareth über Gott sagt, wenn das wahr ist und wenn das die Herzen der Menschen erreicht, dann bedeutet das das Ende von Religion. Denn, verehrte, was war die Botschaft Jesu? Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ist das die Botschaft Jesu? Ist das die Botschaft Jesu, dass da oben ein Herrgott sitzt, der uns Gebote gibt und sagt, jetzt seht mal zu, dass er langsam euch erlöst und hochkommt. Betet ordentlich, leistet was. Und wer da oben ankommt, den werde ich gnädig empfangen. Und wer da oben nicht ankommt, hat selber Schuld, hat versagt, geht verloren. Ist das die Botschaft Jesu? Spricht Jesus von einem Gott, der oben im Himmel sitzt, dem es gut geht, wie Gott in Frankreich, der sich's gut gehen lässt und ab und zu mal ein paar Kondolenzbriefe auf die Erde schickt oder sein Füllhorn ausschüttet oder seinen Zorn? Und darauf wartet, wie Menschen sich langsam durch die Hilfe von Religionsgemeinschaften zu ihm emporarbeiten? Das ist Religion. In allen Religionen hat der Mensch den Weg zu Gott mühevoll zu gehen. Das, was Jesus bezeugt
in Wort und durch seine Person bis hin ans Kreuz. Ist genau das Gegenteil. Er predigt nicht einen Gott, der im Himmel weit ab von unserem Elend sitzt und darauf wartet, dass wir uns langsam zu ihm emporglauben, zu ihm hinbekehren, durch unsere guten Leistungen langsam würdig werden, bei ihm oben anzukommen, um eine Nummer zu kriegen und einen Orden. Sondern das, was Jesus in die Welt bringt und durch sein Leben bebildert, ist ein Gott, der sich in Sehnsucht und Schmerz nach dem Verlorenen verzehrt und der es im Himmel nicht aushalten kann. Weil das, was er von Herzen liebt, weil das, mit dem er verbunden ist, wie eine Mutter mit ihrem Kind oder wie ein Vater mit ihrem Kind, weil ihm das verloren gegangen ist. Jesus ist das Bild eines Gottes, der mit tiefen Verletzungen leidet an dem, was ihm verloren gegangen ist. Verehrte, als ich noch nicht glauben konnte und als du mich fragtest, was eigentlich hat mich hingerissen, da habe ich zuerst einen Gott gesehen, der allmächtig ist. Ich habe einen Gott gesehen, der mich auferstehen lässt. Ich habe einen Gott gesehen, der mich beschenkt mit allem Guten. Das hat mich fasziniert. Aber als ich diesen Gott näher kennenlernte, hat mich etwas ganz anderes fasziniert. Das hat mein Herz hingerissen und das ist für mich Inhalt meines Glaubens und meiner Passion und Leidenschaft, von diesem Gott zu reden geworden. Wisst ihr, was das ist? Nicht ein Gott, der abwartet, bis wir uns ihn langsam verdienen. Sondern ein Gott, der es nicht aushält, die Trennung. Und der den Schmerz erleidet, dass ihm etwas verloren gegangen ist, was ihm tief ans Herz gewachsen war. Ich dachte immer, Gott geht es gut und mir geht es schlecht. Ich dachte immer, Gott hat alles und freut sich an dem, was er hat. Und ich habe Mangel. Bis ich begriffen habe, ist genau umgekehrt. Das Zeichen des Kreuzes, das wir in unseren Kirchen aufgestellt haben, ist das Zeichen eines Gottes, der voll Liebeskummer kaputt gegangen ist. Alle Religionen haben ihre Götter oben. Sozusagen als Ziel einer religiösen Wallfahrt. Ich kenne nur eine Verkündigung, die davon spricht, dass unser Gott heruntergekommen ist. Lassen Sie das mal auf der Zunge zergehen. Ich glaube an einen aus Liebe heruntergekommenen Gott. Als ich mich auf meinen religiösen Weg machte als Jugendlicher, hat man mir gesagt, ich soll mich bekehren. Ich soll die Gebote halten. Ich soll mich um Gott kümmern. Ich soll. Als ich dem heruntergekommenen Gott begegnete, habe ich verstanden, er hat sich zu mir bekehrt. Er hat den Weg gemacht, den ich nicht gehen kann. Er ist auf mich zugerannt, während ich längst noch nicht gelitten habe an meiner Gottesferne, hat er sich bereits die Augen nach mir ausgeheult. Verehrte, die Religionen der Weltgeschichte sind alle vergleichbar. Sie können das Wort Himmel austauschen, sie können das Wort Gott austauschen, sie können die verschiedenen Leistungen, die der Mensch zu bringen hat, austauschen. Ist alles vergleichbar. Das, was Jesus in die Welt gebracht hat, ist einmalig. Ein Gott, der es nicht aushält im Himmel und der Liebeskummer hat und Schmerz erleidet. Ich habe 2 erwachsene Kinder. Ich weiß, was es heißt, als Kindern eng in Liebe verbunden zu sein. Ich hoffe, niemand ist jetzt hier in diesem Saal,
der das, was ich als Bild gebrauche, mit einer Erfahrung seines Lebens belegen kann. Aber ich stelle mir einen Augenblick vor, irgendwann wäre meine Tochter gekommen, hätte gesagt, Vater, ich hasse dich. Oder gesagt, du bist mir gleichgültig. Und sie wäre ohne ein Wort des Dankes oder der Verabschiedung aus dem Haus gegangen. Und irgendwann später hätte ich von Fremden gehört, sie ist in München und geht am Bahnhof auf den Strich. Was meinen Sie, wie es mir ginge? Ich habe einen Sohn, den ich sehr liebe. Wir sind inzwischen Partner geworden. Ich brauche ihn, er braucht mich. Stellen Sie sich bitte vor, mein Sohn wäre eines Tages aus dem Haus gegangen, hätte gesagt, Vater, ich habe das Gefühl, in deiner Gegenwart kann ich nicht durchatmen. Ich hasse dich. Und ich würde irgendwann die Information bekommen, er hängt in Berlin am Bahnhof Zoo rum, bettelt Geld, um sich einen Schuss zu setzen und hängt an der Nadel. Verehrte, was meinen Sie, wie es mir ginge? Wie mir der Urlaub gefiele? Wie mir mein schönes Haus gefiele? Ich könnte keinen Augenblick genießen. Meine Gedanken wären immer bei meinen Kindern. Mir schossen Tränen in die Augen, wenn ich erinnere, was sie erleiden. Verehrte, das ist das, was das Kreuz uns zeigt. Das ist das, was Jesus abbildet. Einen Gott, der es im Himmel nicht aushält. Weil er so eng mit dem, was ihm gleich ein wenig geringer geschaffen ist, mit dir verbunden ist. Die Sehnsucht treibt ihn. Und wird in der Person Jesu Fleisch und am Kreuz festgemacht. Das Kreuz, die ausgebreiteten Arme des sterbenden Gottes, ist das Zeichen nicht dafür, dass irgendein Gott Satisfaktion braucht, Genugtuung braucht, um endlich gnädig zu sein. Der sterbende Christus ist das Zeichen des Liebeskummers Gottes. Da landet Liebe, wenn sie nicht beantwortet wird. Nicht Gott wartet auf dich, sondern er ist dir entgegengelaufen. Und als ich das für mein Leben begriffen habe, da habe ich mich unbändig gefreut. Und ich habe gesagt, dann muss Kirche eine Kirche sein, die den Menschen entgegenläuft. Dann haben wir nicht zu warten, bis die Menschen unsere Moralvorstellungen erfüllen. Dann haben wir nicht zu warten, bis die Menschen all das verstehen, was wir verstehen. Sondern wir müssen auf Menschen zugehen und ihnen diese einmalige Nachricht zurufen. Gott hat sich mit dir versöhnt. Er ist dir entgegengelaufen, um dir da, wo du bist, so wie du bist, den Satz zu sagen, ich mag dich. Ich wollte mit Ihnen jetzt gern die Bibel aufschlagen und ich würde mit Ihnen gerne all die vielen Geschichten um Jesus nochmal neu lesen und Sie würden entdecken, das ist das andere an ihm. Er geht auf Leute zu, die andere mit der Kneifzange nicht anfassen, über die sich andere artig empören und sagen, du musst erst mal dann. Und Jesus geht genau auf diese Leute zu und sagt, einen schönen Gruß von Vati, einen schönen Gruß von deinem Gott. Er mag dich, da wie du bist, so wie du bist. Denken Sie an den Zachäus. Spiel nicht mit den Spuddelkindern. Sowas kommt in unserer Gemeinde nicht vor. Wer so lebt wie der, hat bei uns nichts zu suchen. Ich kenne doch all die Ausgrenzungsmechanismen, mit denen wir unsere Kirche reinhalten wollen. Jesus geht genau auf diesen Zachäus zu und feiert mit ihm und sagt, du bist Abrahams Samen, du gehörst zu Gott, ob du es weißt oder nicht. Und Gott hat gerade nach dir Sehnsucht, Zachäus. Und ich komme dir das zu demonstrieren. Und während
das Recht auf ihrer Seite, die moralischen Leute, die Steine aufheben, um auf die Frau im Ehebruch zu werfen und eigentlich nur rein theoretisch Jesus mit zu Rate ziehen. Herr, was meinst du denn? Darf man, was Mose geboten hat? Und Jesus sieht diese wimmernde Frau und er weiß all das Elend und er weiß, wie man schuldig werden kann. Und er sieht die Selbstgerechtigkeit in den Gesichtern der Frommen. Wir haben es geschafft, edel, hilfreich und gut. Und dann sagt Jesus, ja, werft ruhig, werft. Aber der unter euch, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Nicht der, der die großen Sprüche auf den Lippen hat, sondern der, der ein reines Herz hat. Und dann steht, sie sind von ihrem Gewissen überführt und gingen von dann. Verehrte, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, der das Kreuz markiert. Gott erwartet nicht von uns, dass wir uns zu ihm hochdienen, sondern er kommt herunter und stellt sich dahin, wo wir sind und sagt uns da, wo wir sind, so wie wir sind, das bedingungslose Ja der Liebe. Verehrte, danach hat sich meine Seele ein Leben lang gesehnt. Solange ich denken kann, haben Leute zu mir Ja gesagt. Aber immer mit Kondition. Ja, wenn du, dann. Wenn du der Tante artig die Hand gibst, dann bist du ein braver Junge. Wenn du auf den Topf machst, dann bist du ein braver Junge. Wenn du gute Schularbeiten bringst, dann bist du ein braver Schüler. Wenn du das machst, dann. Wenn du das immer nur dann. Und ich habe mich immer bemüht, zu entsprechen den vielfältigen Anforderungen. Und auf einmal stehe ich vor einem Gott, der sagt, nein, nicht wenn dann, sondern so wie du bist und da wie du bist, sage ich ein bedingungsloses Ja. Aber Herr, du kennst, ich kenne dich besser als du selbst. Aber weißt du all die Abgründe, ich kenne das alles. Und ich genüge den Geboten, weiß ich. Und die Bergpredigt schon gar nicht, weiß ich. Kennst du die Abgründe und Perversionen in mir, die ich zu verbergen suche unter meiner kenne ich alles. Und dazu sagst du ja? Und dazu sage ich ja. Ich sage nicht gut, nein, ich sage ja. Verehrte, ich wünschte mir eine Kirche, ich wünschte mir vor allem Fromme in der Kirche, die mit diesem bedingungslosen, die sich an diesem bedingungslosen Ja Gottes in ihrem eigenen Leben so berauschen, dass sie auf Menschen zugehen, nicht ausgrenzen, nicht Vorleistung fordern, sondern auf Menschen zugehen und dieses bedingungslose Ja Gottes abbilden. Aber ich weiß, wir haben Angst. Dann könnten wir ja, ach reden Sie nicht. Das bedingungslose Ja der Liebe führt nicht dahin, dass wir in unserem Leben nichts ändern. Oh nein. Sie können Menschen mit Druck und mit Geboten verändern. Verwandeln tun sie Menschen nicht. Ein Mensch wird verwandelt, wenn er unter die wärmende Liebe dieses Ja's kommt. Wenn ihnen einer sagt, du musst nicht mehr, niemand zwingt dich mehr. Und wenn dir alles misslingt, ich stehe zu dir, dann wandelt sich ein Leben. Verehrte, wissen Sie, was ich glaube? Anstatt artig andere Religionen zu beschimpfen und zu verunglimpfen, anstatt uns als Wächter der Moral hier und dort aufzustellen. Wir sollten ins Zentrum nochmal schauen und uns berauschen an der Schönheit der einzigartigen Verkündigung und des einzigartigen Lebens Jesu. Und sollten dieses Ja Gottes, dieses bedingungslose Ja Gottes so tief in uns hineinlassen, dass es in uns wandelt und zu einem Ja zu uns selbst und zu einem Ja zu Menschen führt. Solange wir das Christentum eingepackt in die religiösen Metaphern verborgen
auf dem Markt angeboten wird, gibt es interessantere Angebote. Befasst sich mal mit dem Buddhismus. Oh, viel ästhetischer. Wenn aber die Einmaligkeit des bedingungslosen Ja's, das in Jesus am Kreuz offenbart ist, unser Herz erreicht, hier gibt es nichts Vergleichbares in der Geistesgeschichte und in den Religionen. Da ist das Einmalige des Evangeliums. Schön wäre es, wenn Sie nach Hause gingen von diesem Tag und nicht aufhören könnten zu lachen und zu weinen und zu danken und zu schreien und zu singen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du dieses bedingungslose Ja zu mir gesprochen hast. Amen.